Wir sind endlich in Tadschikistan angekommen. Lange haben wir uns darauf gefreut, dieses einzigartige Land zu bereisen. Aber wo ist überhaupt Tadschikistan? Was hat es auf sich mit so vielen Stans? Ist es nicht gefährlich, dorthin zu fahren? Und warum sind wir überhaupt dorthin gefahren? Diese Fragen werden wir in den kommenden Videos beantworten. Fangen wir erstmal an mit, wo ist überhaupt Tadschikistan? Tadschikistan befindet sich in Zentralasien. Zu Zentralasien gehören 5 Länder, nämlich Kasachstan, Usbekistan, Turkmenistan, Tadschikistan und Kirgisistan. In diesen 5 Ländern leben etwa 65 Millionen Menschen, davon 9 Millionen in Tadschikistan. Das ärmste Land davon und sogar eins der ärmsten Länder der Welt ist eben Tadschikistan. 4 von diesen Ländern haben wir auf der Reise besucht. Tadschikistan ist ein Hochgebirgsland, das an Usbekistan, Kirgisistan, China und Afghanistan grenzt. Mehr als 2/3 der Fläche sind Hochgebirge. Fast die Hälfte des Staatsgebiets liegt auf einer Höhe von über 3000 Meter. Der Osten des Landes wird vom Pamirgebirge und dem größten Teil des Pamir-Hochlandes geprägt. Dort befindet sich auch der höchste Berg des Landes, der 7495 Meter hohe Peak Ismoil Somoni. Daher auch die Landeswährung Somoni. Da wir nun einige Fakten über Tadschikistan erfahren haben, schauen wir mal, wo wir überall waren. Insgesamt waren wir 3,5 Wochen dort und sind um die 2500 Kilometer gefahren. Da wir mehrere Videos über Tadschikistan machen werden, zeigen wir in diesem ersten Video den nördlichen Teil des Landes. Also wir sind von Usbekistan nach Tadschikistan rübergefahren, haben gleich einen Abstecher in der Seven Lakes Valley gemacht, dann gleich noch einen Abstecher zu dem Artuch Camp. Und dann sind wir auf die ausgezeichnete Asphaltstraße nach Nordosten, über die Passstraße und durch den langen Tunnel nach Istarafshan in das Ferghana-Tal gefahren. Am ersten Tag, nachdem wir die Grenze problemlos überquert haben, sind wir gleich in die nächstgrößere Stadt gefahren und haben uns Geld in der lokalen Währung besorgt, eine SIM-Karte und eine Pension gesucht zum Übernachten. Beim Kauf der SIM-Karte haben wir uns so nett mit den Verkäuferinnen unterhalten, dass wir fast vergessen haben zu zahlen. Wir haben etwas außerhalb der Stadt eine Ferienanlage gefunden, an einem Fluss mit viel Grün, ein Restaurant und eine schöne Terrasse. Abends genossen wir ein gutes Abendessen in dem Restaurant und dann eine Wassermelone auf der Terrasse. Wir beschlossen, für den nächsten Tag ein Highlight in Tadschikistan zu besuchen, nämlich das Seven Lakes Valley. Bald verließen wir die gute Asphaltstraße und folgten dem Fluss auf einer staubigen Schotterpiste. Obwohl wir schon bei über 1000 Meter angekommen waren, war es immer noch sehr heiß und trocken. Der untere Teil der Strecke ist gut ausgebaut und wir trafen viele LKWs. Die sind von den vielen chinesischen Firmen, die in Tadschikistan Bergbau betreiben und die Rohstoffe abbauen. Die wenigen grünen Flecken und die wenigen Bäume waren nur in kleinen Ortschaften zu finden, wo die ein bisschen Schatten spendeten. Die armen Bergbauern haben es schwer, eine ebene Fläche zu finden, um ein Haus zu bauen, ohne von Erdrutschen verschüttet zu werden oder von Schmelzwasser weggespült zu werden. Immer wieder gibt es dort Erdrutsche, die die Straße verschütten oder sogar Häuser. Oder ganze Dörfer werden für mehrere Tage von der Außenwelt isoliert. Die Straße ging immer wieder durch kleine Bergdörfer. Die Menschen leben hauptsächlich von Viehzucht und sind arm. Der durchschnittliche Monatslohn in Tadschikistan liegt nicht mal bei 100 Euro. Was uns auffiel, war, dass sehr viele Kinder in den Dörfern leben. Sie rannten alle auf die Straße, als sie die Motorräder hörten. Alle schrien laut zusammen "Hello, hello!" und sie winkten uns freundlich zu. Auf der ganzen Reise in Tadschikistan trafen wir in jedem Dorf viele Kinder. Ein Deutschlehrer, den wir in einem Dorf weiter unten getroffen haben, hat uns erzählt, dass er 9 Kinder habe. Das Durchschnittsalter der Bevölkerung in Tadschikistan ist 22 Jahre. Nur zum Vergleich, in Deutschland liegt es bei 44.
dauerte ein bisschen, bis wir den ersten See erreichten. Einer alten Legende nach entstanden die Seen, nachdem ein Mann im Tal verloren ging. Seine 7 Töchter suchten ihn im Gebirge, konnten ihn aber nicht finden und begannen zu weinen. Sie füllten mit ihren Tränen das Tal und ertranken schließlich. Die 7 Seen stehen mit ihrer Schönheit und der Verschiedenheit für die 7 Töchter. Wegen mehreren riesigen, von Erdbeben verursachten Erdrutschen wurde der Fluss, der aus den hohen Bergen kommt, an mehreren Stellen aufgestaut. Die so entstandenen Seen haben verschiedene Farben und das Wasser ist glasklar. Die Straße war immer steiler und manchmal sehr eng und mit losem Schotter. Da der erste See noch ziemlich weit unten liegt, waren viele Menschen dort beim Baden. Die Seen, die weiter oben liegen, sind einsamer. Wenn man die Seen von oben betrachtet, dann erkennt man sie in ihrer ganzen Schönheit. Das Wasser hat unterschiedliche Farben und die Seen sind unterschiedlich groß. Die Straße ist sehr eng und nur an wenigen Stellen können 2 Autos aneinander vorbeifahren. Die Franzosen, die wir weiter unten getroffen hatten, erzählten uns, dass leider einer aus ihrer Gruppe in den Abgrund gestürzt ist, weil ein Auto ihm keinen Platz ließ und er sein Gleichgewicht verlor. Die Autos, die dort fahren, haben meist kein Allrad, haben schwache Motoren und schlechte Bremsen. Wenn die einen steilen Hang hochfahren wollen, dann müssen sie es mit viel Schwung machen, denn wenn sie anhalten, können sie nicht mehr losfahren. Deswegen ist es sehr gefährlich, auf so einer Straße zu fahren und wir entschieden uns, immer an der Hangseite zu bleiben, um die Autos vorbeifahren zu lassen und nicht an der Abgrundseite. Um zum 7. See zu kommen, muss man einen sehr steilen Hang mit sehr engen Kehren und losem Schotter hochfahren. Nach der ersten Kehre war es so steil und der Schotter so lose, dass wir nicht mehr von der Stelle losfahren konnten. Wir hatten keine Mittagspause gemacht und wir waren erschöpft, also haben wir entschieden umzudrehen. Wir fuhren ein Stück zurück und machten eine Pause unten am See. Dort wurden wir sofort von vielen Kindern belagert. Die Kinder waren von unseren Motorrädern sehr begeistert und spielten die ganze Zeit mit unseren Sachen. Nach der Pause entschieden wir uns, am 6. See zu übernachten, und so fuhren wir ein Stück zurück, denn wir haben weiter oben ein Schild gesehen, das zu einem Gasthaus führt. Wir wollten es uns anschauen. Der 6. See ist ziemlich groß und die Aussicht ist atemberaubend. Der Weg ist eng und in den Felsen gesprengt worden. Wir fanden die Abzweigung zum Gasthaus und wir fuhren den steilen Weg erst nach unten, dann nach oben zum Gasthaus, das von der Hauptstraße nicht zu sehen war. Sie hatten ein paar Steinhütten mit sehr einfacher Einrichtung und weil das Abendessen und Frühstück inklusive war, nahmen wir das Angebot an. Auf unserer ganzen Reise haben wir nur in Tadschikistan und Kirgisistan erlebt, dass Abendessen und Frühstück immer inklusive waren. Ihr müsst euch vorstellen, dass die ärmsten Menschen auf dieser Welt den Reisenden viel mehr bieten, als sie eigentlich erwarten. Trotz ihrer Armut sind die Menschen sehr herzlich und Gäste haben in ihrer Kultur einen hohen Stellenwert. Jetzt gibt's Wassermelone zum Mittag. Natürlich auf einem Divan mit wunderschönem Ausblick. Wir verbrachten den ganzen Abend auf einem Divan mit wunderschönem Ausblick auf den See. So ein schönes Bergpanorama haben wir seit Georgien nicht mehr gesehen.
Wir konnten uns gar nicht satt sehen. Abends sanken die Temperaturen endlich, da der See auf 2300 Metern liegt. Wir fingen sogar an zu frieren und mussten unsere Fließjacken holen. Dabei war die Temperatur gerade mal auf 23 Grad gesunken. Da sieht man, wie heiß es in den letzten Wochen war und wie stark sich unsere Körper an die Hitze gewöhnt haben. Abends gab es lecker Plov mit Salat und Wassermelone. So, guten Morgen aus Tadschikistan. Wir haben gerade Frühstück bekommen. Wir haben hier Tee, warme Milch, Brot, gekochte Eier. Und das ist kein Käse, das ist Zucker. Wir wissen aber noch nicht, wo das hingehört. Weil das Tee kann man auch ohne trinken. Wahrscheinlich Milch mit Zucker. Das ist heute unser zweiter Tag in Tadschikistan. Wir sind jetzt schon bei über 2000 Meter. Und sehr, sehr glücklich, wieder Berge zu sehen. Und wir trinken Tee. Wir haben uns sehr lange mit dem jungen Gasthausbesitzer unterhalten. Und so erfuhren wir viel mehr über das Leben der Bergbewohner. Er erzählte uns, dass die nur in den kurzen Sommer dort rum sind und das Gasthaus betreiben. Und dass er und seine Frau in den Wintermonaten in Russland arbeiten und das Geld nach Hause für den zwei Töchter und die restliche Familie schicken. Er überredete uns doch, zu den Siebten See hochzufahren, denn das wäre schade, diese zu verpassen. Er bot uns an, das ganze Gepäck dort unten bei ihm zu lassen, sodass wir es leichter haben, da hochzukommen. So machten wir es und wir fuhren nochmal los, um den Siebten See zu sehen. Wir mussten erst am Sechsten See entlang fahren, durch das letzte Dorf, wo wir gestern Pause machten, und dann ging es endlich hoch. Man kann es nicht so wirklich erkennen auf den Videoaufnahmen, aber es war wirklich nicht ohne. Sehr steil, sehr eng und loses Geröll. Wir müssten viele Steilhänge passieren. Dort gibt es mit Sicherheit viele Erdrutsche. Das Wasser kommt wegen den krassen Gefällen mit sehr hoher Geschwindigkeit runter. Wir erreichten den See und man sieht, dass der Abfluss steil nach unten geht. Der See ist glasklar und spiegelglatt. So, wir sind hier in den Seven Lake Tal und wir haben gestern nicht geschafft, bis oben zu den Siebten See zu fahren. Und heute haben wir gestärkt nochmal versucht und wir haben es geschafft. Und es hat sich sehr gelungen. Dort oben sahen wir einige Zelte und wir trafen ein Schweizer Pärchen mit einem Toyota Land Cruiser, mit denen wir uns nett unterhalten haben und die wir später öfter getroffen haben. Von dort geht es nur zu Fuß oder mit dem Esel weiter. Man kann viele Wanderungen machen und es kommen viele ausländische Touristen, die in den hohen Fanggebirge wandern wollen. Dort oben in den Bergen gibt es abgelegene Regionen, wo noch Schneeleoparden leben. Wir gingen langsam runter und hielten oft an, um Bilder zu machen, denn der Ausblick war unglaublich schön. An einem der steilen Kehren, wo wir gestern gescheitert sind, stürzte Susi, aber zum Glück ist ihr nichts passiert. Es war wie gesagt sehr steil und sie nutzte auf den losen Geröll die Vorderradbremse zu viel. Wir hoben das Motorrad auf und rollten etwas weiter unten, wo wir eine Pause machten und unsere Füße im Wasser abkühlten.
Dann fuhren wir zurück zu unserem Gasthaus, wo wir unser Gepäck verstaut hatten und machten uns endlich wieder auf den Weg nach unten, um zum nächsten Highlight zu fahren. Von der Hauptstraße bis oben zum siebten See sind es um die 60 Kilometer. Diese Strecke zu fahren lohnt sich definitiv. Man genießt atemberaubendes Bergpanorama und man lernt sehr herzliche Einheimische kennen. Also, was hat es auf sich mit so vielen Stans? Stan, die Endsilbe aus vielen Ländernamen oder Regionen, kommt aus der persischen Sprache und bedeutet Ort des oder Heimat von. So heißt Tadschikistan also die Heimat der Tadschiken. Ebenfalls heißt Usbekistan die Heimat der Usbeken und Kasachstan die Heimat der Kasachen. Aber nicht alle Völker in Asien haben ihre eigene souveräne Republik, die den Namen der Heimat des Volkes trägt. So werden die Gebiete oder Regionen, wo ein bestimmtes Volk lebt, mit dem Namen und der Endsilbe Stan genannt. Zum Beispiel Belutschistan, das Gebiet, wo Belutschen leben, oder Kurdistan, das Gebiet, wo Kurden leben, oder Tatarstan, die Heimat der Tataren. So könnte man heute anstatt Indien Hindustan sagen, oder Armenistan zu Armenien, Georgistan zu Georgien oder Bulgaristan anstatt Bulgarien. Da wir jetzt nun wissen, warum es so viele Stans gibt, schauen wir mal genauer in die tadschikische Geschichte. Tadschikistan gibt es als Republik erst seit 1991, als sie sich von der Sowjetunion löste und sich als unabhängige Republik verkündete. Mit dem Zerfall der Sowjetunion entstanden viele andere Staaten. Vor der Eingliederung in die Sowjetunion lebten in Tadschikistan vor allem Nomaden, die unter verschiedenen Herrschaften standen. Nach der Unabhängigkeitserklärung versank das Land in einen blutigen Bürgerkrieg. Wegen Grenzstreitigkeiten war das Land jahrelang isoliert, so zum Beispiel wurde die Grenze nach China erst 2004, nach jahrzehntelangem Streit, wieder geöffnet. Die Wirtschaft war praktisch inexistent, das Land versank in Armut und belegt bis heute in internationalen Vergleichen die untersten Plätze. Der Präsident, der seit der Gründung im Amt ist und sich das Recht gesichert hat, bis zu seinem Lebensende im Amt zu bleiben, gilt als einer der repressivsten Diktatoren. In vielerlei Hinsicht, wie zum Beispiel Korruption, Demokratie, Pressefreiheit, Menschenrechte oder Leistungsfähigkeit der Regierung, belegt Tadschikistan in internationalen Vergleichen die untersten Plätze, gleichauf mit Ländern wie Kambodscha, Demokratische Republik Kongo oder Burundi. Positive Entwicklungen sind in Tadschikistan derzeit kaum zu beobachten. Die Wirtschaft stagniert, Korruption bestimmt den Alltag, fast ein Drittel der arbeitsfähigen Bevölkerung lebt dauerhaft im Ausland. Ihre Geldüberweisungen machen rund 40% des Bruttoinlandsproduktes aus. Erst mit der Wiederbelebung der neuen Seidenstraße, oder Plastic Road genannt, können viele neue Perspektiven entstehen. Aber dadurch wächst der ausländische Einfluss in diesen armen Ländern, wie zum Beispiel durch die Expansionspolitik Chinas, wovon sie langsam abhängig werden. Auch Tourismus spielt eine wichtige Rolle und ist unserer Meinung nach eine große Chance, denn die Landschaft und die Begegnungen mit den herzlichen Menschen sind einzigartig. Und nun die nächste Frage. Ist es nicht gefährlich, dorthin zu fahren? Von uns ein klares Nein, aber wir werden euch zeigen, was wir alles dort erlebt haben und dann kann sich jeder ein Bild davon machen. Weiter ging es zum nächsten Highlight, das wir vom Gasthausbesitzer als Tipp bekommen haben. Auch hier ist es so, dass unten im Tal bei etwa 1000 Metern alles ausgetrocknet ist und grüne Bäume gibt es nur dort, wo Menschen leben. Aber sobald man höher fährt, etwa ab 2000 Meter, ist wieder alles grün. Es gibt viele Bäume, grüne Wiesen und Blumen. Der Schotterweg führt an einem Fluss entlang und war manchmal sehr steil. Wir erreichten am Nachmittag das alpine Touristencamp Artuch, was unser Tagesziel war. Dort wollten wir einen Tag lang Pause machen und ein bisschen wandern. Willkommen in Tadschikistan. Wir sind bei Arkhon. Das ist ein ganz kleines Dorf. Und von hier aus kann man viele Wanderungen machen. Und jetzt probieren wir mal zu dem nächsten See zu wandern. Genau, wir haben hier wieder gezeltet. Zum ersten Mal seit bestimmt einem Monat. Mehr als einen Monat. Endlich. Und jetzt machen wir eine Wanderung da oben. Ja. Und wir freuen uns. Es war heute unter 20 Grad sogar am Morgen. Es ist so angenehm. Voll gefroren. Ja.
Weiter geht's. Dieser Ort ist sehr bekannt unter Bergsteigern und dementsprechend kommen viele Touristen aus aller Welt, um die Berge dort zu besteigen. Abends davor kamen viele Franzosen und Russen, die auf mehrtägigen Bergtouren unterwegs waren. Auf dem steilen Pfad nach oben kam uns eine Gruppe vollbeladener Esel samt Treiber entgegen. Alle waren ein bisschen betrunken und gut gelaunt. Einer von denen erzählte uns, dass sie das Gepäck einer Bergsteigergruppe transportierten und auf dem Weg zum nächsten Treffpunkt waren, wo sie das Lager vorbereiten sollten. Ein Treiber mit Esel bekommt etwa 14 Euro pro Tag, erzählte er uns. Oben angekommen, entspannten wir uns ein bisschen und beobachteten das Treiben im Sommerlager der Viehzüchter. Es ist bestimmt ein hartes Leben hier oben in den Bergen. Um die Mittagszeit gingen wir wieder runter und gönnten uns eine gute Mahlzeit im Restaurant. Das Essen war sehr gut und wir konnten dann am Nachmittag im Schatten entspannen. Dieses Camp war früher, wahrscheinlich in Sowjetzeiten, viel größer, denn dort gab es viele Hütten, die jetzt verlassen waren. Es hat aber viel Potenzial und wir haben sogar Bauarbeiter gesehen, die damit beschäftigt waren, einige Hütten zu renovieren. Was hast du da? Woher? Das sieht nicht aus wie wir. Das ist tadschikisches Geld. Am nächsten Tag ging es weiter und wir fuhren den ganzen Weg wieder zurück, denn das Camp befindet sich in einer Sackgasse. Der Weg war ganz schön steil und an manchen Stellen mussten wir durch Wasser fallen.
Auch die Hauptstraße unten war nicht weniger interessant. Endlich Kurven, Berge und es gab wieder 95er Benzin. Was will man mehr? Die Berge sind kahl und das Wasser ist grau und an manchen Stellen bewegt es sich mit sehr hoher Geschwindigkeit nach unten. Wir nahmen die Abzweigung nach Istarafshan und gleich ging es steil nach oben. Wir mussten über einen Pass, der bis auf 2500 Meter hoch geht. Oben gibt es einen sehr langen Tunnel. Anstatt den Tunnel wollten wir eigentlich die alte Passstraße nehmen, die über 3000 Meter hoch geht. Leider konnten wir die aber nicht nehmen, weil der Eingang direkt neben dem Tunnel ist und der wurde von Soldaten überwacht. Diese sagten uns, dass die Straße seit Jahren nicht mehr befahren wird und komplett eingestürzt sei. Wir nahmen also den Tunnel und als wir auf der anderen Seite rauskamen, sah die Landschaft ganz anders aus. Alles war grün, die Berge waren mit Gras bedeckt und es gab so viele Bäume und Blumen. Wir kauften bei einem Verkaufsstand ein paar lokale Leckereien. Was ist das? Ich weiß nicht. Irgendwas mit Joghurt oder Käse. Also ich finde es nicht so schlimm, wie die Leute alle sagen. Schmeckt wie Feta. Weiter unten veränderte sich die Landschaft wieder und es wurde wieder trockener. Wir kamen bald in Istarafshan an, wo es wieder sehr heiß war. Istarafshan liegt im Ferganatal. Dieses Tal verläuft entlang des Sirdarya-Flusses und ist eine große Tiefebene, die sehr fruchtbar ist und daher intensiv landwirtschaftlich genutzt wird. Über 10 Millionen Menschen leben im Ferganatal. Als sich die Länder Kirgisistan, Usbekistan und Tadschikistan von der Sowjetunion trennten, gab es hier heftige Kämpfe, denn jeder wollte so viel wie möglich von diesem Landstück haben. Eine klare Grenze zwischen diesen Ländern konnte bis heute nicht definiert werden und das ist ein Grund für viele Auseinandersetzungen, wo immer wieder Menschen sterben. Auch gibt es im Ferganatal viele sogenannte Exklaven und Enklaven, also zum Beispiel ein von Tadschikistan besetztes Landstück, das aber in Kirgisistan liegt und komplett von Tadschikistan getrennt wurde. In all diesen Ländern gibt es solche Enklaven, wo Menschen isoliert leben und extrem benachteiligt werden. Auch in Europa gibt es übrigens einige Enklaven. Die bekanntesten sind Kaliningrad, das zu Russland gehört, oder Gibraltar, das zu Großbritannien gehört. Aber auch Deutschland hat einige Exklaven. Wisst ihr, wo die sind? Wir fanden ein gutes Hotel und gingen später in die Stadt. Wir sind hoch zu der Burg gelaufen, wo wir eine Führung auf Russisch bekommen haben. Naja, und vielleicht die Hälfte verstanden haben. Das war das erste Video von Tadschikistan. In dem nächsten Teil fahren wir in die Hauptstadt Dushanbe und machen einige Abstecher, um sehr interessante Orte zu entdecken. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Das motiviert uns immer wieder, weitere Videos zu machen. Bleibt auf jeden Fall dran, um die nächsten Folgen nicht zu verpassen.